So, und dann willkommen zur nächsten Folge direkt im Anschluss. Ich habe jetzt nur gerade eingestellt, dass das Video schon mal anfängt zu rendern und hoffe, dass dann hier nichts hängt. Das heißt, ich höre immer noch sehr wenig vom Spiel, weil immer noch diese extrem starken Windböen draußen sind. Aber ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Vorhin hat es ja auch geklappt, mehr oder weniger, wahrscheinlich eher weniger. Super, jetzt habe ich so lange gewartet, dass gerade Nacht geworden ist. Das heißt, die Mission für die Bonnie McFarlane ist schon mal weg. Gehe ich jetzt mal gerade pennen. Kann ja auch nicht schaden. Und dann hoffen wir mal, dass... Ist der Pferd in meinem Haus? Hallo? Gebunden an meinem Haus. Dann hoffen wir mal, dass die Mission dann wieder verfügbar ist. Also hier mal gerade aufs Spiel speichern, damit er schlafen geht. Tut mir leid, dass wir es das jetzt gerade in der Aufnahme machen, aber was soll's. Okay. Ja. Speichern. Ladebildschirm. Ich habe mir das Gefühl, dass es noch mehr in der Nacht. Gehen wir einfach nochmal pennen. Ne, wie viel haben wir denn? Oh. 1 Uhr nachts. Gehe ich gerade nochmal pennen, dann müsste es 7 Uhr morgens sein, weil er speichert ja immer, er spult immer 6 Stunden vor. Dann speichere ich gerade nochmal und dann müsste es 7 Uhr sein, dann hoffe ich mal, dass die Mission wieder verfügbar ist. Es ist auf jeden Fall wieder hell. Letztes Geheimfeld mehr da, meins auch nicht mehr, okay. Auch nichts. Ja, die Mission ist wieder verfügbar, das B ist wieder größer geworden für die Pony. Das Symbol hier mit dem Totenkopf in die Richtung, in die ich jetzt zeige, das bedeutet, dass hier ein Steckbrief für einen Räuber ausgehängt ist. Dann kann man sich etwas extra Geld verdienen, aber ich lasse hier mal jegliche Nebenmissionen sein, weil wir sonst niemals mit dem Let's Play durchkommen. So oft wie ich aufnehme. Dann gehen wir mal zur Bonnie. Ganz rein. Na los. Geht doch. Ladebildschirm. Von Frauen und Hornvieh. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarlane? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarlane. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarlane, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were... Well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute, and he was her... Well,
don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Also unser lieber John hat wohl keine so leichte Vergangenheit und hat's auch momentan nicht leicht. Aber die Bonnie wohl auch nicht so. Die haben momentan wohl eher Geldprobleme und wir haben schon ein Problem, It's about time a budding farmer such as yourself learned how to herd cattle. Begleiten wir mal die Bonnie zum Viehgarten. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. Good to see you, Miss McFarland. Easy now. Also Viehtrieb war noch nie meine Stärke, muss ich euch schon mal gleich sagen. Das war etwas, was ich nie besonders gut hinbekommen habe. Vor allem kommt dann nachher nochmal ein Viehtrieb, noch mehrere, und das klappt eigentlich echt gar nicht. Geht und wenn noch andere Leute helfen, dann geht right das auch them. Them this way. Let's go. Guck mal. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, was passiert, wenn man einfach weiterreitet. Kommen die ja hinterher? Nee. Ja. Verdammt. Schade. Meine besondere Stärke, Vieh zu treiben. Let's go. Aber let's go. Ich probiere es einfach. Das Gute ist, wenn so viel Kühe weggehen, dann kommen die anderen meistens auch hinterher. Wobei dann nachher auch noch ein Übung kommt. Wenn eins ausbüchst. Das kann ich ganz gut, wenn er jetzt ausbucht, so zur Herde treiben. Aber die ganze Herde treiben ist nicht so meine Stärke. Nice of you to join me. Whoa. Stay focused. Alright, let's move this large herd out to the far pasture. Also die Aufgabe hier geht noch, weil einfach extrem viele Leute helfen. Das ist das Gute, wenn man eine größere Herde hat. Move, let's go! I wouldn't say you're a natural herder. Es ist gut, wenn man eine größere Herde hat, weil man einfach viele Leute helfen. Das macht das Ganze einfacher. Tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen ruhig bin, abgelenkt bin. Ich lese hier noch die ganzen Kommentare und so. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Let's get it.
Neue Mission abgeschlossen, 5 weitere Dollar dazu verdienen. Ja. Guck mal gerade auf der Karte, wo der, ja, hier ist die Pony, wo da West Dickens ist. Und da reise ich da schon mal hin. Aber ich mache die Mission in der nächsten Aufnahme, damit die Aufnahme jetzt noch ein bisschen länger wird, reise ich schon mal den Weg. Damit die nächste nicht allzu lange wird, weil ich nicht weiß, wie lange das dann dauern wird. Alter, ich bin ja auch im... ich bin ja auch im PlayStation Network angemeldet und habe mich auch auf der Rockstar Games Social Network Seite angemeldet, oder wie heißt. Und da habe ich... Da kann man so Statusberichte einfügen, wie halt auf Facebook oder so. Da habe ich dann ein... Wollte ich ein Zitat einfügen vom Wes Dickens, das jetzt auch gleich kommt, das wird ihr gleich, werdet ihr gleich hören. Und da habe ich natürlich auch den Namen hinten dran geschrieben, wollte ich hinschreiben, Nigel Wes Dickens. Da mir tatsächlich, nachdem ich das eingefügt habe, wurde dieses Dick von Dickens wurde zensiert. Weil Dick ja Englisch oder Amerikanisch ist für und das fand ich dann extrem lustig eigentlich. Irgendwo auch total bescheuert, weil die haben, wenn die ihre Figuren so nennen, dann kann man nicht mal den Namen einfügen auf Rockstar Games. Die musste echt zensiert werden. Und den nehme ich jetzt nicht mit, weil immer wenn man jemanden mitnimmt, wird man nachher von Banditen verfolgt und das habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Naja, das fand ich total unnötig, wenn man seine Figuren im Spiel so nennt und dann ein Stück vom Namen, wenn man den als Zitat einfügt, zensiert oder so. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass da ein Dick in dem Namen drin ist, aber naja. Was soll's? Gibt schon total unnötige Sachen. Zum Beispiel unser Französischlehrer, aber da. Oh, da gehe ich jetzt lieber nicht näher drauf rein. Später sieht er das noch oder kommt das irgendwie erzählt, wenn ich diese Geschichte jetzt erzähle, dann hasst er mich oder mein Bruder ist sogar mal verklagt worden, weil er was auf Gesichterparty damals noch gepostet hat über einen Lehrer. Und ja, ich bin da jetzt mittlerweile lieber vorsichtig, auch wenn ich das jetzt nicht gerne erzählen will, das war so doof. Ne, tut mir leid, mache ich lieber ein Geheimnis draus. Vielleicht irgendwann mal. Vielleicht, wenn ich nicht mehr auf der Schule bin, auf der ich gerade bin. Ich bin ja überlegen, ob ich meinen Abschluss in Amerika mache, aber da muss ich erst mit der Schule absprechen, ob das geht. Würde ich gerne die 11. und 12. Klasse in Amerika machen. Aber ich muss das ja dann irgendwie als Abitur anerkannt bekommen. Dafür muss man sich mit der Schule unter anderem absprechen, ob das geht. Und das sind wir auf jeden Fall jetzt. Da ist das gelbe Kreuz. Da ist die Wegmarkierung, die ich jetzt mal gerade lösche. So. Und dann beende ich die Aufnahme wieder. Wir sind jetzt bei 13 Minuten und 7 Sekunden, 8, 9. Jedenfalls schaue ich mal, ob ich noch schaffe, die nächste Folge auch noch aufzunehmen, weil ich habe jetzt so lange nichts gemacht, das kann ich ja dann, kann ich euch ja dann was Gutes tun und der Hund könnte jetzt mal aufhören zu kläffen, deswegen beende ich jetzt hier die Aufnahme und bedanke mich wieder fürs Zusehen. Tschüss!